Rechts war nichts mehr, dann gehen wir mal da hoch. Ach, jetzt kommt die Stelle, an die ich mich erinnert habe, mit dem langen Sprint. Kommt er? Wie man halt über sich überall... Wow. Run! Das war, glaube ich, nicht gut. Ich darf, glaube ich, nichts aufsammeln. Wow. Wir machen kurz Folgendes. Komm. Let's go. Nicht looten, nicht looten, nicht looten. Keine Zeit dafür, keine Zeit dafür. Uhu. Hier bin ich jetzt safe, ja. Okay. Das Schild hätte ich gern wieder. Gehen wir erstmal nach oben. Hey. Nein. Und tschüss. Boah, da stehen zwei noch. Holzfokus. So, das ist nämlich jetzt die Stelle. Von hier kann man nämlich mit dem Bogen auf ihn schießen. Aber ich habe noch keinen Bogen. Oder ich habe zwar eine Armbrust, aber mit der Armbrust kann man nicht zielen. Ich sollte was haben, wo ich zielen kann. Und ich meine, dass man ihn so auch killen konnte. Deine Mondgras ist ja voll für den Arsch mittlerweile. Aber gucken wir mal nach unten. Vielleicht finden wir hier noch was. Ja, mit dem Mage ging es gut, ja. Okay. Hier links war einer. Was kommt da vorne auf mich zugerannt? Aha. Und tschüss. Nein. Man ist schon deutlich langsamer wegen der Blutungsresistenz. Auch gut. So, hier noch eins sammeln. Schon deutlich langsamer Soldaten-Lotus. Was war das nochmal? Stopp, Blutungen. Okay. So, komme ich jetzt hier nicht gleich beim Ritter wieder raus? Ja. Führer des blauäugigen Ritters. Vielen Dank. Zum zweiten Mal. Aber gerne doch. Nun muss ich weiter. Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nehmt es an. Dunkelmondgras. Heilt TP und Statusleiden komplett. Richtig gut. Dann gucken wir uns mal den Führers an. Schwächer, aber auch leichter. Nicht ganz so Feuerresistenz. So hätte ich es ganz verglichen.
Ja, einfach insgesamt ein bisschen schlechter. Sieht zwar cooler aus, finde ich, aber leider einfach schlechter. Schade. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich hier irgendwie einen Bogen finde oder irgendwas. Scheinbar nicht. Mal gucken, wo er wieder hinläuft, dass ich ihn beschütze. Schrecklich. Niemand ist mehr übrig. Wie konnte das nur? Wie kam es so weit, edler Vater? Er läuft wahrscheinlich hier geradeaus weiter, nehme ich mal an. Warum leuchtet er eigentlich so? Stinkt der oder? Ja, er läuft geradeaus weiter. Nee, er läuft nicht geradeaus weiter. Ich hoffe nicht, dass er Selbstmordgedanken hat da oben. Okay, er läuft hoch. Vielleicht finden wir ja auf dem nächsten Turm einen Bogen oder so. Da hinten kann man nochmal einen Turm. Okay. Läuft er hier jetzt hin und her quasi. Dann versuche ich unten durch mal zu gehen. Wenn das geht. Die hier immer in den Ecken rumgammelt. Zeit für Rollen. Boah, meinst du wirklich? Bewertungen gut. Sieht mir eher nach Tod aus hier. Oh. Hab dich nicht gesehen. Schlechte Zeit für Einkaufen, okay. Wow, 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 wow. Autsch. Kommt, kommt, kommt. Nein. Puh. Die Stelle ist richtig fies. Ich wusste das gar nicht mehr. Die haben auch richtig Schaden gedrückt, wenn die getroffen haben. Und wenn du dann eine langsame Waffe hast, dann tust du dich halt schwer. Ja, habe ihn gesehen, Max. Danke. Oh, zwei sogar. Ausdauer. Komm. Und tschüss. Wieder einer mit dem Armbrust da vorne. Rechts geht's hoch. Oh, da vorne ist jetzt wieder der Händler. Zweiten Mal. Hast du vielleicht einen Bogen für mich? Ah, da seid ihr wieder. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Dies ist das Ende vom Boletari. Was soll's? Wenigstens schicken die Dämonen uns nicht in tödliche Schlachten. Das ist das gleiche, was er vorher, glaube ich, auch, ne? Ich hab es zu uns geführt. Gemeinsam mit den verfluchten Dämonen. Dieses Monster hinterlässt eine Spur verbrannter Kadaver. Ist natürlich sehr gut fürs Geschäft. Aber solange ihr kein Plünderer seid wie ich, haltet euch lieber fern. Dies ist das, was soll's. Okay, jetzt war's das, glaube ich. Was hast du denn Schönes? Hat halt auch nur quasi Leitschwert Claymore. Hier wäre jetzt Claymore.
6000 Seelen, holy shit. Kauf gar nichts davon. Wenn er einen Bogen gehabt hätte, hätte ich den wahrscheinlich gekauft. Okay, hier geht's hoch. Dann sind wir jetzt quasi im Turm weiter. Okay, Nebelwand. Wow! Genau das habe ich eigentlich gehofft, dass der mal kommt hier ein bisschen Feuer. Immer Feuer hier. Okay, soweit sprüht er gar nicht. Nein. Okay. Und tschüss. Weg hier. Er sprüht nur bis zum Wagen, okay. Sicher Mondgras. Was sicher Mondgras? Kommen wir nicht durch? Da laufe ich auch gleich noch hin. Ich habe halt irgendwie die Hoffnung, dass da vorne vielleicht irgendwo ein Bogen auf der Brücke liegt oder so. Ich mal hier hoch. Da steht noch einer. Oh, schöner Finisher. Alter, nice. Nein. Ach, come on. Alter, wie weit man auch sehen kann, oder? Nochmal Soldaten-Lotus. Aha, aber nur 6 Pfeile. Mit 6 Pfeilen komme ich wahrscheinlich nicht so weit. Ich würde kurz Folgendes machen. Ich würde kurz nochmal... Okay, das hab ich sogar noch ausgerüstet. Ich würde kurz zurückgehen und auf der anderen Seite nochmal auf die Brücke. Oh, weil es ist halt mittendrin. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht mitten auf der Brücke noch irgendwo Pfeile liegen oder so. Aber vielleicht reicht das auch. Komm, wir probieren es einfach mal. Let's go. Das wird knapp. Okay, aber weiter reicht's auf gar keinen Fall. Weiter reicht's auf gar keinen Fall. Also wir gucken mal jetzt noch von der anderen Seite. Halt, ich geht's nicht runter. Lauf, 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 lauf. Irgendwie süß, wie er hier so nackt rumläuft. Wie lustig das wäre, wenn es hier noch irgendwo ein Feind gewesen wäre. Ich wäre halt einfach tot gewesen. Ich sollte vielleicht mal wenigstens eine Waffe ausrüsten. Kann ich auf jeden Fall auch hin. Mach Sichelmondgras. Lauf. Okay, leider keine Pfeile. Hier auch nicht mehr. WB Noah, wie geht's dir, mein Freund? Ich würde jetzt einfach mal kurz... Kann ich den Bogen eigentlich überhaupt schon ausrüsten? Das ist ja die nächste Frage.
Ja, ich kann ihn ausrüsten. Ich habe halt nur 6 schwere Pfeile. Ja, ich bin gerade halbnackt im Game. Hat er gehittet? Ich glaube nicht. Der hat gehittet. Oh, es war aber nicht viel Schaden. Also ich glaube, das kann ich direkt mal knicken. Aber ich will schon mal testen. Nope. Okay. Brauche ich definitiv mehr Pfeile dafür. Ich bin gerade halb nackt gewesen, weil ich gerade kurz wie ein Geisteskranker über die Brücke gerannt bin. Mein Schild hätte ich gern noch, bitte. Wachenschild. So. Dann können wir da unten mal durch die Nebelwand gehen. Ey, du hast so krasse Sachen verpasst, Noah. Wir haben schon 2 Drachen gesehen. Quasi wie sie nebeneinander saßen. Ach halt, hier muss ich hoch. Auf, 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 auf. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mich hinter dieser Nebelwand erwartet. Wir gehen rein. Okay, einfach nur Feinde. Kommt der Drache hier auch nochmal? Wir warten mal besser ab. Ja, er kommt hier auch. Wir warten nochmal ab, weil jetzt habe ich zu spät reagiert. Und ich glaube, ich bin zu schwer, um darüber zu rennen. Ich muss mich nochmal ein bisschen erleichtern hier. Nee, zu spät. Nochmal warten eine Runde. Ey, Drachen sind das Beste. Drachen sind so cool vor allem. So, jetzt komm bitte nochmal. Let's go. Die Stelle ist so unfair hier. Nein. Komm schon. Jetzt aber. Und tschüss. Warum läuft der jetzt weg hier? Oh, ich habe meine Rüstung wieder an. Schieß doch nochmal. So, danke. Kann ich ein Kraut essen? Nochmal eins. So. Komm. Nein. Ach komm, ich war noch hinter ihm. Jetzt aber. Ja klar. Ich wollte ihn eigentlich, Autsch. Von so einem Turm töten, aber ich habe einfach nicht genug Pfeile für den Schaden, den ich mache. Und vor allem muss man da eine bestimmte Position haben, dass man trifft. So, aber ich werde hier auf jeden Fall, das hier werde ich gleich looten. Okay. Hier geht's rein, wieder keine Ahnung, was hier passiert. Komm hier, Vorsicht, Eidechsen weiter oben. Hier hat's eine Tür rechts. Scheint verschlossen zu sein. Schätze voraus. Okay.
Oh, das meinen die mit Eidechsen. Komm schon, schlag zu. Die droppen nämlich seltene Scherben. Okay, ich kann hier das. Kann ich das hier? Nee, kann ich nicht bewegen. Und die hauen halt, also wenn man die nicht schnell tötet, dann sind die weg. Dann verschwinden die. Da stehen wieder ein paar Bogenschützen. Hallo Freunde. Wieder so ein Stein. Ein paar Pfeile wären ganz gut. Aber ich glaube, ich werde mit Pfeilen nicht belohnt. Okay, hier brauche ich nicht runtertroppen. Dafür können wir da runtergehen. Oh, ich erinnere mich gerade, glaube ich. Ich glaube, ich erinnere mich gerade. Mein dahinter kommt ein Boss. Ja, ich habe gerade ein Flashback und ich meine, dahinter kommt ein Boss. Und ich weiß nicht mehr wirklich, wie der funktioniert. Weiß nur, dass man hier hoch konnte auf jeden Fall. Autsch. Das war sowas von lucky grad. Also die Effekte von dem, oder? Wie krass das aussieht. Nein, nein, warum fällt der runter? Boah, das war knapp. Uhuhu. Ja, daran konnte ich mich noch erinnern, dass man hier hoch kann. Aber ich weiß nicht mehr, wie er selber dann genau funktioniert. Alter, wie mein Gamepad hier. Holy shit. Ich spüre richtig, wie er hier so einen, nennt es jetzt mal, magischen Strahl auf mich feuert. Autsch. War knapp. Ich glaube, man muss halt in Infight in den gehen. Weil sonst macht er immer diese Range-Attacke. Mal weg mit denen hier allen. Sehr gut. So. Oh, du bist auch noch da. Weg hier. Uhuhuhuhu. Okay. War's das jetzt? Na, der eine hat da unten jetzt noch. Im Moment. Der eine da unten auf mich halt jetzt extrem. Autsch. Guck mal, wie viel Schaden er gemacht hat, obwohl ich mein Schild oben hatte. Autsch. Alter, wie krass das vibriert. Nein, wollte ich nicht. Oh. Oh Gott sei Dank. Weg. Wollte gerade hier unten eigentlich wechseln und ein anderes Kraut nehmen. So. Jetzt sind wir im Kampf drin. Oder auch nicht. Wir könnten mal noch probieren. Hier, Waffe ein bisschen brennen lassen.
Autsch. Einer zu viel. Man will immer einen zu viel. Weg. Kurz einmal heilen. So krass, wie das reinhaut, wenn er das Schild auf den Boden haut. Ich meine, man konnte den irgendwie zum Fallen bringen. Und zwar muss man im richtigen Moment auf den Fuß hauen. Der quasi... Autsch. Jetzt auf den anderen quasi. Aber... Da war ich gerade eindeutig zu langsam. Autsch. Oh oh. Komm, wir hauen nochmal ein Feuer rein. Heilen. Das kann auch sein, Max. Nein, ich will auf den Fuß. Auf den Fuß wieder. Ja, jetzt kippt er um. Ah, shit. Bin nicht mehr weggekommen. Schnell zum Kopf. Okay. Aufstehen. Hab ich noch. Autsch. Nein. Boah, das war lucky. Boah, gerade noch weggekommen. Ich hab geblockt. Reicht. Autsch. Ey, ich hab geblockt, Mann. Nee, lieber essen. So. Wow. Er fällt. Weggehen. So, und jetzt hier schön auf den Kopf drauf. Komm schon. Hau zu. Nein. Scheiß Ausdauer. Okay. Einfach cool bleiben, dann wird es. Komm schon. Oh, weg. Oh, shit. Ich hab nicht gewusst, dass er schon wieder fällt. Okay, GG. Und tschüss. Yeeha! Zweiter Boss, first try. So, Freude. Yeehee! Sehr, sehr schön. Danke. Seelen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich gucke mich noch mal kurz hier oben um. Und dann geht's kurz zurück in den Nexus zum Leveln.
Ob ich hier jetzt irgendwas verpasst habe vorher. Beziehungsweise ob hier jetzt vielleicht irgendwas gespawnt ist oder so. Das sind andere Spieler, Noah, die da auch in der Welt rumlaufen. Ich spiele online, das heißt, du siehst andere Spieler, die gerade auch spielen, die da in dem Moment da rumlaufen. Und ich kann auch von anderen Spielern quasi angegriffen werden. Die können quasi in meine Welt eindringen. Das sind dann quasi rote Geister. Da bekommst du aber eine Meldung, wenn das jemand macht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht oder erst später im Spiel. Ich meine, es geht erst später. Okay, hier liegt, glaube ich, nirgends mehr was. Da vorne läuft zum Beispiel gerade jemand hier. Der kämpft gerade auch gegen den Boss. Hier ist auch wieder jemand. Eiserne Dämonenseele. Ab. Zurück in den Nexus. Und ab leveln. Ich berühre den Dämon in dir gerne. Vitalität. Kondition auf jeden Fall. Stärke wieder. Beweglichkeit einreihen. Komm, Beweglichkeit lassen wir noch. Kondition. Dass ich einfach öfters zuschlagen kann. Kondition ist so wichtig. Okay, mir fehlen nur 600 für ein Level up. Ich glaube, die nehme ich kurz. Ja. So. Wie viel bringt eine? Ich bin es anderes gewohnt. 200. Ich glaube, noch eine. Wollen wir wetten, dass es jetzt wegen 10 oder so nicht reicht? Wegen 40. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentöter. Okay, jetzt aber. Vitalität. Seid ihr fertig? Ja. Oh, hat hier irgendjemand was Neues zu quatschen? Ihr habt eine Dämonenseele gefunden, nicht wahr? Ich bin beeindruckt. Ja, das bin ich wirklich. Macht so weiter. Und schon bald werdet ihr selbst ein Monster sein. Seht ihr nicht, dass ihr in ihre Falle getappt seid? Bin ich nicht. Ihr? Habt ihr meinen fleischlichen Leib gesehen? Ist mein Körper verrottet? I don't know. Verzeiht. Bitte lasst mich allein. Ach, wer seid ihr? Ich erinnere mich an nichts. Wenn du dich gerade fragst, was ich da mache, Noah, und es nicht weißt, bei Dark Souls, Demon's Souls immer 100 Mal mit den Leuten reden, kann sein, dass die plötzlich dir ein Item schenken oder irgendwas anderes sagen. So, mit ihr hier hinten reden wir nochmal. Habt ihr es gehört? Wenn euch ein Dämon angreift, verliert ihr eure Menschlichkeit. Ganz genau. Reden, reden, reden. Was dann wohl passiert? Ich kann es mir nicht vorstellen. Umbasa. Umbasa. Ja, die vermisst Umbasa. Auch. Umbasa. Umbasa. Umbasa, wo bist du nur? Ist ganz simpel. Zum Tausch ja. Gebe ich euch Waffen. Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten. Ja, das sagst du jedes Mal. Dankbar, dass ich an diesem verdammten okay. Aufwerten, Rüstung reparieren, wie sieht's da eigentlich aus? Immer noch extrem haltbar. Kein Interesse. Ja, dann können wir direkt wieder zur Vorburg. Nice. Da hinten ist wieder Party. Ab einem bestimmten Punkt kann man, glaube ich, über die Brücke laufen, weil der Drache dann weg ist. Okay. Dann machen wir mal hier hinten auf.
Ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Okay, dann kann ich hier jetzt gar nicht weitergehen. Noch nicht. Das heißt, wir müssen wieder zurück in den Nexus. Hätte ich es gleich mal probiert. Und benutzen einen anderen Weg. Weil wir haben hier vier verschiedene. So, was haben wir hier? Des Gräberkönigs. Eine Stadt der Gräber und Hüter des gewaltigen Tunnels. Vor langer Zeit erlaubten ihre Bemühungen, den Soldaten Boletarias ihre Arbeit durchzuführen. Doch nun, ihrer Seelen beraubt, arbeiten sie geistlos in Stille. Unermüdlich und ohne Zweck. Let's go. Media-Areal. Was bist du gestorben? Okay, ich glaube, der ist den Abgrund runtergerollt. Okay, da werfen sie mit Steinen. Ich kann mich hier null, wirklich null. Oh, hier sitzt da jemand. Hi. Hallo. Hallo. Seelen, Seelen. Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Bin ich ja mal gespannt. Unsere kleine Stadt? Ein netter kleiner Ort. Die anderen mit den Eidechsenaugen sind mit ihren Steinen beschäftigt und kümmern sich nicht um einen alten Mann wie mich. Das macht das Leben ziemlich leicht für mich. Ich komme mit allem davon. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Danke, dass ihr euch um mich sorgt. Oh, habt ihr von glänzenden Eidechsen gehört? Ja, die kenne ich schon. Zu fangen, aber sie haben ein paar prächtige Steine. Und ich weiß, wo eines ihrer Nester ist. Oh, verzeiht, das kann ich nicht verraten. Warum nicht? Es gibt einen Gott. Danke, dass ihr euch um mich sorgt. Oh, habt ihr nicht... Okay, jetzt wiederholt er sich. Was hast du denn so Schönes? Oh, er hat ein paar Scherben, die er verkauft. Natürlich schön. Und zum Spitzhacke. Da ein Ausrufezeichen dran. Eine Spitzhacke im Bergbau, eingesetzte Spitzbacke. Spitzbacke, ja. Ich bin auch eine Spitzbacke. Sie ist eigentlich nicht für den Kampf vorgesehen. Der harte Pickel kann aber als Stoßwaffe dienen. Die charakteristische Das charakteristische Werkzeug der Steinfangmine. Halt, was hat er noch? Elixier. Erhöht Ausdauerregeneration. Nice. Kostet auch 500. Alles viel zu teuer. Weiß bloß nicht, ob ich die Spitzhacke nicht mal mitnehme, ob man die nicht für was brauchen kann. Nimm die mal mit. War eine Freude mit. Ja, alles klar. Hier geht's auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, da springen wir besser nicht runter. Da kommen wir wahrscheinlich im Aufzug nachher zurück. Ist eine Abkürzung, nehme ich mal an. So, was geht hier ab? Okay, da hat jemand probiert runterzuspringen. Das war natürlich ziemlich tödlich. Hier geht es auch nicht lang. Okay, dann geht es nur auf der anderen Seite lang, wo sie mit Steinen werfen. Mit Steinen wirft man nicht. Der nächste Feind ist gegen Zauber anfällig. Ach. Wir könnten mal Folgendes probieren. Weiß bloß nicht... Ich muss höher zielen. Der hat getroffen auf jeden Fall. Läuft der jetzt runter? Ich denke ein bisschen tiefer. So in etwa. Der hat auch getroffen. Nice. Läuft der noch weiter oder läuft der jetzt auch? Der läuft auch weg. Schön. Schön.
Ich habe bloß Angst. Kommt die jetzt hier runter, oder? Ey, da liegt was. Shit, ich hätte die da wahrscheinlich einen Stein drauf werfen lassen sollen. Verdammt! Könnt ihr nochmal was werfen, bitte, da oben? Ich hätte gern nochmal eine Lieferung. Wo sind die jetzt hingegangen? Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Der hat auf mich mit dem Pfeil geschossen. Nee. Nee, ich mache jetzt Feierabend. Da hinten steht einer. Okay, hier ist auch alles tödlich. Aber nichts. Hier ging es doch irgendwo nach oben, oder? Sah gerade nur so aus, okay. Halten die eigentlich aus? Aber die sind sehr langsam. Die kann man wahrscheinlich gut backstabben, oder? Könnte man, wenn man es trifft. Ey. Ich weiß nicht, ob ich hier schon her sollte. So viel wie die aushalten. Und das sind ja echt billige Feinde. Okay. Gucken wir mal die nächsten Feinde an, wie viel die so aushalten. Nochmal einer. Autsch. Nice. Okay. Ja, gibt nur einen Weg bis jetzt. Wieder extrem viele. Ich glaube, die würden mich auch gar nicht angreifen, wenn ich die nicht angreifen würde. Habe ich so das Gefühl zumindest. Hallo Freunde. Oh, Alter, der hat einen Sack dabei. Ey, bitte hau mich nicht mit deinem Sack. Autsch. Komm, gut. Deswegen geben die eigentlich drei. Also, die geben drei Seelen. Ich glaube, ich hätte die nicht töten sollen. Für das, was die aushalten. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja, aber guck mal, wie viel Zeit ich an denen auch kaputt mache. Und dann drei Seelen. What? Aber, Alter, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Scherben. Die Scherben brauche ich ja, wie gesagt, zum Upgraden meiner Waffen. Und auch Rüstungen. Wow, wow, wow. Hallo. Oh nein, schon wieder so viele. Boah, das war Glück, dass ich gleich zwei erwischt habe. Alter, wie krass das Fell aussieht von den Wölfen. Oh. So, noch ein Hund? Oder noch ein Wolf? Alter, krass. Ausdauer, Ausdauer. Ja, streichel dir den Bauch.
Könnt ihr mal einen Schritt hier rauskommen? Autsch. Weg, weg, weg. Genau. Ja, ich bin ziemlich langsam mit der Waffe. Weiß nicht, ob ich beim Bastardschwert wirklich bleib. Leiche untersuchen. Vollmondgras. Richtig schöne Scherben. Ey, richtig krasse Items zum Leveln. Ich bin stolz auf dich. Danke. Hier steht schon wieder einer. Autsch. Autsch. Wow, 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 wow. Ey, richtiges Highspeed-Tempo jetzt. Autsch. Mal heilen. Boah, hast gesehen, der ist gerade gesprintet. Und tschüss. Autsch. Und tschüss. Okay, hier kommen wir gar nicht hoch, oder? Ja. Okay. Hallo, ist hier jemand? Ja. Ah, ich bin oben hängen geblieben mit der Waffe. Ist richtig doof zu fighten hier. Komm mal da raus. Warum hat er sich gerade so weggeguckt? Krass. Erstmal gleich wieder eins. Haben wir hier noch irgendwo einen versteckt? Nochmal eine Spitzhacke. Warum bekomme ich die Spitzhacke die ganze Zeit? Bist du gestorben eigentlich? Okay, vom Kampf gegen den. Achso, nur ich kann hier so die Blutlachen manchmal berühren. Und dann sehe ich, wie die Leute gestorben sind. Die quasi hier schon gekämpft haben. So, ein Hundefreund oder ein Wolffreund. Wow, wow, wow. Autsch. Okay, den muss ich als allererstes wegmachen. Jetzt kann ich ihn aber vielleicht mal backsteppen. Nein, ich kann ihn nicht backsteppen. Das nehme ich mit. Ja, das hat das Spiel schon immer ausgezeichnet. Viele schöne kleine Gimmicks. Ich kann auch jederzeit eine Nachricht auf dem Boden schreiben und Hinweise geben anderen Spielern. Das sind die ganzen Nachrichten, die du immer auf dem Boden siehst. Gut, hier sehen wir jetzt gerade fast gar keine. Ich muss dann wahrscheinlich erst hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter. Ah, ne, da ist ein Steg, ist geblieben. Schnell, 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 schnell. Uhu. Nein! Mal. Ich heile mich erst kurz einmal hoch. Ja, streiche dir den Bauch. Autsch. Autsch. Jetzt kann ich nicht mehr um ihn. Dass der Bauch keinen Schritt läuft. Ah, das war dumm.
Oh, weg! Oh, joi. Okay, ciao. Nein, es droppt mein Loot nach unten. Okay, haben wir hier rechts noch irgendwas? Da ist das Tor zu. Müssen wir wahrscheinlich erstmal aufmachen. So, jetzt ist das kleine Gras weg. Okay. Ja, dann gehe ich mal hier runter. Halt, den hier. Also für Seen lohnt sich natürlich nicht, die zu töten, aber für die ganzen Scherben, die sie droppen. Dafür ist es auf jeden Fall wichtig. Und die Scherben braucht man unbedingt. Auch wenn es nur die mit dem Beutel immer droppen. Autsch. Gut, viel Schaden machen die jetzt auch nicht, aber... Oh, die halten halt so viel aus. Nein, das kann ich nicht rumlaufen hier. Aber hinter mir kommt schon der nächste. Der neue Controller ist der Hammer. Wirklich. Das ist so krass, wie sich das anfühlt, Noah. Wenn ich auf Stein hau, merke ich das. Wenn ich auf Holz hau, merke ich das. Aber das kann man nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selber spürt. Das muss man selber spüren, sonst kann man das nicht verstehen. Nein, ich habe dann doch gebackstabbt. Also wirklich, der beste Controller, den ich jemals in der Hand habe. Hatte. Oh, tschüss. Ja, klappt auf jeden Fall. Ich bin nur gespannt, ob das wirklich alle Entwickler auch nutzen werden. Das wird das Interessante sein. Ja, ich will hier rauskommen. Und ich bin auch gespannt, auf Astros Playroom, das will ich mir auch noch anschauen, weil da werden ja alle Features genau vorgestellt vom Gamepad. Hier bei Demon's Souls habe ich jetzt natürlich nur ein paar. Ja. Hoffe ich auch. Ich hoffe, dass Sony auch so ein bisschen gesagt hat, hey, wenn ihr bei uns entwickelt oder für unsere Konsole entwickelt, dann nutzt das bitte auch. Daneben. Ah, Wettstein, sehr schön. Aha, der hat wieder einen Beutel dabei. Und wir wissen, Beutel heißt Steinezeit. Steinezeit, was laber ich schon wieder? Scherbenzeit natürlich. Und mein Loot noch von vorher. Ministerhandschuhe. Ohohoho. Okay, wir machen hier mal das Tor auf. Na, hallo? Wir haben schon 17 Uhr. Was? Die Zeit fliegt. Okay, ich kann wieder hochgehen. Dazu gehe ich kurz ganz runter. Das geht, glaube ich, schneller.
Nice. Dann habe ich ja nur noch 7,5 Stunden. Aber ich freue mich schon so. Mein Cousin war vorher da und hat ja seine PlayStation abgeholt. Und später zocken wir ja dann im Koop Godfall. Bin ich auch schon sehr gespannt auf das Spiel. Gleich mache ich eine ganz kurze Pause und werde mir mal was zum Essen in den Backofen werfen, dass ich auch ein bisschen was esse noch. Nebel mag ich nie so, das heißt, ich esse mal was. Okay. Auf jeden Fall mal nichts. Auch niemand. Hallo? Autsch. Das Feuer sieht einfach total krank aus. Godfall ist quasi... Stell dir ein Diablo 3 in Third Person vor. Bin gleich im Look. Alles klar, Noah. Du musst dich aber nochmal verabschieden, bevor du dann gehst. Nehme ich doch gerne mit hier. Das Wasser sieht auch gut aus. Okay, hier haben wir noch mal ein paar an der Wand. Kommt mal runter. Autsch. Nein, er schlägt auf den falschen, weil er den unteren markiert hat. Also ich sehe vor lauter Feuer, sehe ich gar nichts. Autsch. Nochmal einer. Keine Ausdauer. Okay, und tschüss. Hey, welcome back, liebe Frau von Keks. Drachensteinscherbe, nice. Okay, da unten will man, glaube ich, nicht reinfallen. Okay, nein. Das Lava muss wohl erstmal weg. Oh, jetzt guck mal, jetzt haben sie hier Schwerter. Die glühen. Ja, dann musst du halt mal welche kaufen gehen. Nein, hinter mir kommt einer. War knapp. Nein. Oh. Autsch. So, komm mal weg von der Wand da. Eigentlich wollte ich dich backsteppen. Alter, dreh dich doch nicht immer so mit. Okay, es war überhaupt nicht hinter ihm, nein. Danke. Okay. Dann hast du aber einen ziemlich strengen Monk in dir. Ich mag das nicht, dass der die Items immer gleich hier unten reinpackt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das ausstellen kann. Habe ich die Wurfmesser aus Versehen auch rausgenommen. Wieder mit rein. Hier haben wir schon wieder Nebel. Ich glaube, hier kommt kein Boss. Wow! Das war nicht nett von dir. Und hier in einem engen Flur zu kämpfen, ist auch nicht nett. Ey, der ist ja mal richtig agil hier.
Das ist auch so krass, wenn das Schwert so an der Decke entlang klettert quasi, wie da die Funken sprühen. Richtig gut. Okay. Jetzt werden hier Kekse in meinem Chat verteilt, digitale. Ich will auch ein. Wow. Das war nicht nett von dir. Autsch. Nein, nein, nein. Keine gute Idee hier. Komm hier nicht weg. Okay. Mal was essen. Ach, ich hasse es, wenn ich nicht hinter den komme. Ausdauer, Ausdauer. Komm, du kriegst nochmal einen Backstab. Das ist sehr lieb. Danke für die Kekse. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag bis hierher. Und ein Hallo an alle, die neu reinkommen. Große Herzsteinscherbe. Nice. Beziehungsweise... So, hallo. Hey, warum hat das jetzt nicht gemacht? Auch mal... Warum macht das gleich wieder zu? Ich will euch begrüßen. Es geht gerade nicht mehr. Es ist kaputt. Jetzt vielleicht? Oh. Hallo. Hi. Okay. Waren wir hier schon? Kennen wir das? Versuche es mit roher Gewalt. Sturz. Ich glaube, die Bretter krachen. Oh, oi. Okay, dann können wir hier hin droppen. Dann können wir runter droppen. Okay, hier waren wir vorher. Da kommen wir nicht lang. Ein neuer Kalkstein wäre mal ganz cool. Ja, dieses Dauergrinsen ist echt gruselig. Ach, da draußen ging es auch noch. Gehe ich jetzt hier drin? Komm, ich schaue mich erstmal noch hier drin um. So, da geht ja jetzt nichts mehr. Hier kann ich jetzt noch lang gehen. Oh, hier sind schon wieder Freunde. Ey, ist aber nett, dass du den Wagen für mich kaputt machst. Was höre ich da gerade hinter mir? Okay, es war vor mir. Oh, mein Hund ist auch mal von den Toten auferstanden. Oh Gott. Ich muss hier weg. Nein, warum habe ich plötzlich ein Wurfmesser ausgerüstet? Keine gute Idee. Nein, das war ziemlich blöd gerade sogar. Oh, jetzt wäre ich ihm gerade fast hinterhergelaufen, weil die Kamera gewechselt hat. Ach, come on. Ja, haben wir's jetzt. Danke. Ist der jetzt gestorben da unten, oder? Ich hoffe es einfach mal. Sehe ihn zumindest nirgends. Okay. Ihr werft mit ziemlich viel Steinen, Freunde.
komme ich nicht lang. Da komme ich wieder runter, wo ich war. Habe ich noch Brandbomben? Oder habe ich vielleicht wieder Brandbomben? Nein. Komme ich da hinten überhaupt durch? Ja. Ich lock die jetzt erstmal zurück hier. Kommt, 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 kommt. Danke. Und tschüss. Komm, schlag nochmal zu. Nein, ich komme nicht rum. Ich... Oh. Jetzt. Okay. Nur noch 18 Stück da hinten. Alles klar, Noah. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und danke fürs Reinschauen. Was machst du denn Schönes? Willst du ein bisschen zocken, oder? Ey, ey, nicht auf... Ich habe euch nichts getan. Alles klar, dann sagst liebe Grüße und viel Spaß. Autsch. Oh. Komm mal hierher und jetzt schlag zu. Schön. Ein Kraut. Oh, ein neues Schild eventuell. Stahlschild. Hält mehr aus. Auf jeden Fall besser. Muss ich nur das hier ablegen, dann passt es doch. Nice. Auch schön groß, das Schild. Was steht da in der Beschreibung dran? Das können wir auch noch kurz angucken. Ein großer Metallschild. Er ist von einfacher Fertigung, aber auch sehr robust. Okay. Geht's weiter. Hier kann man auf jeden Fall mal runter später. Ich hatte es nicht so verwinkelt in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Komm, drop mal runter hier. Oh, nochmal. Komm schon. Nochmal. Nein. Nochmal. Nein. Oh, das war ein... Das war... Okay, nee. Oh, das sind Hunde. Ich dachte gerade, dass es eine Echse ist. Nein. Die sind so schnell. Nice. Oh, noch ein. Kann eigentlich in Fell noch geiler aussehen. Haben wir jetzt alle? Drachenstern Scherbe. Oh, hier ist nochmal eine Echse. Oh, das hat nicht gereicht. Komm schon. Okay. Nochmal Wölfe. Komm. Ja. Nichts. Okay, da drüben hat es irgendeinen Hebel, glaube ich, oder? Nee, sah nur so aus.
Halbmondgras. Mal wieder nicht rum wegen dem Balken hier. So, jetzt aber. Nice. Ach, es gibt einfach nichts Schöneres als den guten alten Backstep. So, der hat wieder schöne Scherben dabei. Oh nein. Ah, oh, wegen dem scheiß Holzbalken. Okay. Ja. Alle Scherben an mich. So. Dann drehen wir mal.